Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800, dem Gameplay-Projekt hier auf der Stratigator. Wie die letzten drei Folgen ist das ja auch eine Folge, die ich vorproduziere für meinen Urlaub. Und bis Sonntag werdet ihr noch vorproduzierte Folgen sehen und dann geht's wieder los mit Folgen, wo ich auch auf eure Kommentare mal wieder eingehen kann. Und ich bin mir sicher, dass ihr schon wieder einiges geschrieben habt in den letzten Folgen zu beispielsweise hier unserer wunderbaren Handelskammer mit der Schnapsbrennerei, wo wir echt ein Riesenproblem haben, ordentliche Versorgung für unsere Schnapsbrennereien mit dem guten, mit den guten alten Kartoffeln zu bekommen. Was ich hier nochmal gucken wollte, ist, ob wir hier noch irgendwo ein bisschen was an Lagerplatz reinkriegen. Und das kriegen wir tatsächlich. Hier geht noch einer. Den kriegen wir schon nicht mehr rein. Das ist ja auch schon wieder öde. Dass da jetzt nur einer hingehen soll, ist irgendwie nicht wirklich akzeptabel. Im Zweifelsfall verlagern wir hier einfach ein bisschen was. Dann kriegen wir da vielleicht noch ein bisschen mehr hin. Eins. Und dann kommt hier die zwei. Und dann kriegen wir hier sogar noch einen dritten hin. Wunderbar. Dann jetzt schnell, weil ich gesehen habe, dass Captain Morris gerade einläuft. Erhöhen auf... Was können wir jetzt lagern? Was können wir jetzt lagern? Hallo? 3.700, okay. 200 hat uns das nur gebracht. 3.700, okay. Und hier auch 3.700 stellen wir hoch, damit hier einmal voll gemacht wird, wie wir schon festgehalten haben. Hier sehen wir jetzt auch, dass wir scheinbar ein bisschen zu viel Schnaps abtransportiert haben in der Zeit. Das bedeutet, wir müssen das vermutlich ein bisschen reduzieren, wenn wir es wirklich über den Schnaps machen wollen. Wobei wir ja schon festgehalten haben, dass es vielleicht sinnvoller ist, wenn wir das Ganze über den Rum abbilden. Jetzt kommt noch mal ein bisschen was rein an Schnaps. Aber wir gucken uns trotzdem mal schnell unsere Handelsroute mit dem Schnaps an. Das ist hier diese. Ich würde sagen, haben wir da nur ein Schiff drauf? Hat mir das nicht mega kompliziert ausgerechnet und mehrere Schiffe draufgesetzt? Ah, hier ist die Dächer der Stadtroute. Okay, wir haben ja noch eine weitere Route. Die löschen wir natürlich. Die hat dann wahrscheinlich alles durcheinander gebracht, sodass es eben nicht funktioniert hat. Aber jetzt dürfte hier erstmal wieder Kartoffel am Start sein. Und wir hatten ja auch hier dann den Import über Kartoffeln quasi geregelt und haben das dann fleißig nach oben transportiert. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, wie wir das gemacht haben. Wir müssen die Kartoffeln... So, hier bringen wir ganz viele Kartoffeln in die alte Welt. Und hier transportieren wir Kartoffeln im Cup. Und ich würde sagen, hier packen wir noch ein bisschen was dazu. Und zwar am besten direkt aus dem Cup. Nochmal zwei weitere, weil wir hatten das, glaube ich, ausgerechnet, wie wir das machen wollten. Das macht aber wenig Sinn, weil wir natürlich hier unten in Leviticus, was wir jetzt gerade hier sehen, brauchen wir ja keine Kartoffeln. Das heißt, es kann alles exportiert werden, jederzeit. Deshalb setzen wir einfach mehr Schiffe drauf und sorgen dann für einen anständigen Abtransport. Jetzt ist natürlich noch die Frage, ich habe gerade gesehen, dass wir hier auch sehr viele Kartoffeln haben. Hatten wir hier auch einen Import-Export eingestellt? Nein. Aber werden hier Kartoffeln hergestellt als Nebenprodukt? Nein, aber wir haben hier einen Bedarf an Kartoffeln. Das heißt, wir werden die Kartoffeln hier wohl irgendwie hintransportieren. Ist hier aber nicht erfasst. Wie kommen die Kartoffeln nach Crown Falls? Wahrscheinlich gar nicht. Wir werden das beobachten. Ist ja erstmal noch ein bisschen was. Und werden mal schauen, wie das dann aussieht. Was ich jetzt überlegt hatte, ich glaube, das hatte ich letzte Folge schon angesprochen, ist, dass wir hier auf der Insel auch noch ein bisschen Kartoffeln importieren. Schließlich haben wir hier auch Items. Hier haben wir auch eine Speicherstadt und haben damit auch die Möglichkeit, hier nochmal, was waren es, 2200 Kartoffeln immerhin einzusammeln. Das ist ja schon mal was. Das ist ja nicht schlecht. Ne? In Bad Qualling. Achso, das ist hier oben, ja. Warum mangelt es? Weil ihr keine Lampen habt. Ja, die Arktis, sowieso nochmal ein ganz neues Thema, werden wir uns auch nochmal ganz intensiv drum kümmern müssen. So. Jetzt müssen wir natürlich mal kurz gucken mit unseren Dampfmaschinen, beziehungsweise wir transportieren ja auch schwere Geschütze.
sollten wir dann jetzt, lasst mich einmal kurz gucken. Okay, Crown Falls wird gerade mit schweren Geschützen gefüllt. Da packen wir jetzt noch Collapsing zwischen, dass Collapsing voll gemacht wird. Mit den schweren Geschützen. Jawohl, so wollen wir es gerne sehen. Die sind schon überall voll. Jetzt kommen halt noch die schweren Geschütze nach, die ja auch wieder weggehandelt werden. So. Aber wir haben auch gar nicht so viele schwere Geschütze hier drüben in Yandelflock, die jetzt irgendwie hergestellt sind. Aber wir stellen hier jetzt eine Exportroute ein, wo wir dann auch nochmal Kartoffeln importieren. Und zwar mit schweren Geschützen. Und respektive, wenn das nicht passen sollte, dann nochmal mit Kartoffeln. Und wir importieren natürlich nur das, was wir brauchen. 2200 als Backup sollten nicht genügend schwere Geschütze da sein. Und sollte das beides nicht da sein, gucken wir einfach, dass wir mit den Brettern gehen und mal schauen, wie viel wir hier rauskriegen. Wenn wir 2200 brauchen, dann können wir hier auch Bretter nehmen. 1100, auch kein großes Problem für uns jetzt. So, und dann werden ab sofort, wie Captain Morris legt ab, als ob der jetzt gerade hier war und nicht gehandelt hat, jetzt gerade noch so. Schauen wir mal schnell rein. Nee, keine Kartoffeln. Schade. Schade, schade, schade. Aber natürlich brauchen wir jetzt auch von Collapsing nach Yandelflock dann eine Handelsroute, die dann zukünftig hier die Kartoffeln transportiert. Und hier brauchen wir natürlich auch noch ein, zwei extra Schiffe. Eins, zwei machen wir mal. Und das ist dann 3K nach 3Y mit Kartoffeln. Und somit wollen wir wirklich sicherstellen, dass hier jederzeit genügend Kartoffeln vor Ort sind. Das dürfen wir jetzt haben. Wir haben 2200 hier. Dann haben wir 5000 von hier unten oder 5050 von hier unten. Und wir haben hier auch nochmal einen Import über was? 3700. Das heißt, wir haben über 10.000, was wir auch fast brauchen. Ich habe hier irgendwie eine Zahl auf meinem Zettel stehen. 9.648. Kann das sein? Das müssten ja der 402 Bedarf sein pro Minute mal 24 Minuten. Das passt tatsächlich. Das heißt, wir haben den Bedarf jetzt gedeckt, wenn das alles mit dem Transport wunderbar funktioniert. Und ich hoffe, das funktioniert. So. Hier hat sich ja auch nichts am Bedarf verändert. Ne? Nee, waren immer noch die 402. Alles wunderbar. Sehr schön. Gut. Farben- und Lacke-Produktion ist jetzt natürlich dann am Start. Wir brauchen gar nicht so viel Ethanol, wie wir hier machen. Das heißt, wir könnten das Ganze auch nochmal runterfahren. Was wir jetzt aber auch halt schönerweise machen können, ist ein bisschen größer Plan. Und zwar hatten wir hier ja auch gesehen, dass wir den Skyline Tower... Hatten wir das nicht gesehen? Ah, unter Kultur, ne? Der Skyline Tower, den schalten wir frei, sobald wir 25 Stufe 5 Investorenhäuser haben. Und das bedeutet für mich, wir müssen weiter ausbauen. Und zwar ordentlich. Und das werden wir jetzt direkt mal angehen, indem wir hier ganze Viertel eben weiter upgraden. Und das sind ja jetzt noch lange keine Stufe 5. Was sind das jetzt? Stufe 3? Stufe 2 sogar erst. Oh je. Oh je. Da müssen wir ja fast überlegen, zu sagen, dass wir hier einfach mal unsere Stufe 4 upgraden und dann ein bisschen umsetzen. Ja, würde ich jetzt einfach mal machen. Und jetzt haben wir ihn freigeschaltet. Sehr wohlhabender Leute. Aber ich war zuerst hier. Ich bin das Original. Der dickste Fisch im Wasser. Denn nur. Ich denke, daran sollten wir sie erinnern. Denn nur Original ist legal. Bei Sitzungen mit Avery schaue ich gern aus dem Fenster. Sicherheitskosten sind so langweilig. Okay. Und dann war da dieser hässliche Fleck auf der Scheibe, der mir die Sicht versperrt hat. Das darf nicht passieren. Die anderen Häuser meinst du, wa? Sehen Sie sich das, das wird nochmal ein bisschen anders gemacht. Was wir erschaffen haben. Was fehlt? Ein gewaltiger Wolkenkratzer, der die anderen in den Schatten stellt. Diese Trottel werden es Hybris nennen, während wir ihnen von oben auf den Kopf. Alter, der ist so ein Assi, der Typ. Wirklich. Während wir den anderen auf den Kopf spucken. ich würde sagen, den bauen wir hier hin. Hier müssen dann einige Investorenhäuser weichen. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, können wir wahrscheinlich die Feuerwehr retten. Wenn wir die so seitlich platzieren und dann den Skyline Tower hier neben platzieren. Ja, locker.
Voilà. Fundament ist hiermit gelegt. Ein Lagerhaus haben wir auch in nicht allzu weiter Reichweite. Das war's Bankhaus. Lassen Sie mich nicht warten. Im Ernst, ich hasse es zu warten. Je schneller Sie bauen, desto mehr zahlt es sich für Sie aus. Ach so. Moment, muss man den jetzt innerhalb von 2 Stunden bauen? Muss man gar nicht ab Start der gesamten Quest, sondern muss man erst ab Bau des Skyline Towers das machen? Das einzige Problem daran könnte ja sein, dass wir die Rohstoffe, die wir für den Bau brauchen, nicht alle da haben. Und hier, das verzögert den ganzen Bau natürlich auch. Wir sind jetzt mal so großzügig und bauen hier noch ein weiteres Lagerhaus hin. Eins, was näher dran ist, damit der Skyline Tower hier nicht an irgendeiner Lagerhausverbindung scheitert. Das wollen wir nun wirklich nicht. Dass jetzt daran liegt am Ende. Wird es wahrscheinlich nicht. Hier tickt noch keine Zeit. Keine Produktion, weil natürlich noch keine Waren da sind, ne? Es dauert einen Moment. Ey, Ubisoft Connect geht hier die ganze Zeit auf und sagt, ich habe ein Update für Assassin's Creed und ich habe ein Update für Trackmania. Bitte macht das doch mal. Aber es sagt es mir nicht einmal, sondern es sagt es mir 20 Mal ungefähr. Jetzt schon in den 10 Minuten, die ich jetzt aufnehme. Tja, gut, damit haben wir den Bau des Skyline Towers begonnen. Natürlich ein großes Monument. Hier liegt ganz viel Schnaps vor Crown Falls, würde ich mal behaupten. Das dürfte Schnaps sein. Gehe ich mal fest von aus. Und was wir jetzt gesehen hatten, ist, dass wir hier in unseren Stufe 5 Wolkenkratzern, natürlich haben wir jetzt kein Panorama mehr, ne? Da müssen wir uns eh noch drum kümmern, wie verteilen wir das am besten, dass hier gute Aussicht ist, auch für Stufe 4 Wolkenkratzer und, und. Oh, die können schon wieder aufsteigen. Ja, stark. Sehr schön. Dann ziehen wir hier doch mal groß drüber. Oh, habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Indem wir gerade all unsere Aufzüge weggegeben haben. Nein. Warum durfte ich nicht mehr ausbauen? Scheint ein Anzeigefehler gewesen zu sein. Okay. Eine Risikobewertung ist zwingend erforderlich, damit wir reagieren können, falls etwas passieren sollte. Okay. Eine Risikobewertung. Eine verdammte Risikobewertung? Nein, Miss Jenny. Warum nach Problemen suchen, wo es keine gibt? Ah, okay. Stopp. Jetzt müssen wir nur mal langsam machen. Die Stelle steht still. Die Arbeiter streiken. Das ist eine Respektlosigkeit uns gegenüber. Kümmern Sie sich darum? Sie haben uns ja kaum eine Wahl gelassen, Boss. Die Jungs waren sauer. Ihre Not, ihre niedrigen Löhne und ihre wenige Freizeit, all das war ihnen egal. Respektlos ist das. Schicken Sie diese Arbeiter zurück an die Arbeit. Plus 5 Zufriedenheit. Wenn es mit Gewalt ist. Die Leute aktuelle Bilanz. Plus 20 Zufriedenheit. Arbeiter für 20 Minuten. Let's go. Das ist mal etwas, Boss. Für ein bisschen Geld. Eine Weile gut über die Runden. Es könnte sogar... So. Wir haben uns entschieden, wieder zurückzukommen. Okay, schön. Na toll, eine beträchtliche Investition ohne Rendite. Ach, halt die Klappe, Donny. Wir haben so viel Geld. Das Geld ist innerhalb von einer Millisekunde wieder drin gewesen, Donny. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Hoffen wir nur, dass Sie diese Burschen nicht zu sehr verwöhnt haben. Oh, ein Update für Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Echt, Ubisoft. Oh, für Assassin's Creed auch? Und jetzt lass mich raten, auch für Trackmania? Nö, wirklich. Ja, das seht ihr gar nicht, aber hier ploppt es die ganze Zeit auf. Tja, so. Also, das Monument läuft wieder. Jetzt wäre es natürlich spannend, schon mal zu sehen, was wir noch so brauchen. Aber ich sehe gerade verbleibende Zeit nur noch 13 Minuten, weil wir hier Elektrizität und perfekte Produktivität... Nee, weil wir Elektrizität haben. Aber das brauchen wir doch eh. Oder hatte ich das falsch verstanden? Elektrizität war doch eh benötigt. Oder war das halt nicht für den Bau benötigt, sondern erst, wenn das Ding in die Produktion geht. Wow, hier liegt überall Schnaps rum. Okay, also Skyline Tower wird jetzt gerade gebaut. Den können wir aber auch auf jeder Insel wieder bauen, ne? Ja, und da sollen ja Investoren reinpassen. Holy moly, sage ich da nur. Okay, aber was ich jetzt hier nicht ganz verstanden hatte, das hier sind jetzt Stufe 3 Wolkenkratzer, das hier sind jetzt Stufe 2 Wolkenkratzer, dann sind das hier noch Stufe 1 Wolkenkratzer. Und ich würde sagen, wir bauen noch ein bisschen nach mit weiteren Wolkenkratzern. Kostet uns nochmal gut was an Aufzügen.
Und natürlich benötigen wir jetzt hier zum Beispiel wieder ein Kaufhaus. Was wir jetzt hier aber mal versuchen, schön rein zu sneaken. Oh, das waren jetzt drei. Aber ich glaube, wir brauchen eh drei. Insofern gar nicht so schlimm gewesen. Noch so eine seltsame Notiz. Diesmal ist sie auf meinem Schreibtisch gelandet. Das wird Konsequenzen haben. Wollen Sie sich einmal ansehen, was die sich diesmal für einen Müll ausgedacht haben? Du König, schautest und siehe, ein sehr großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold. Seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Bronze und seine Beine waren von Ton. Daniel, zweites Kapitel, Vers 31 bis 33. Kommen Sie, Mr. Bader, nehmen Sie zur Kenntnis, wie die Bevölkerung über Sie, über Ihre Praktiken denkt. Praktiken oh, denkt und ändern Sie sie. Lästig. Behalten Sie meinen Tower im Auge, ja? Natürlich behalte ich den Tower im Auge. Das kann ich mir ja selber gar nicht leisten, dass der kaputt geht. So. Was wollen wir denn hier mal machen? Können wir jetzt Geschirr machen? Geschirr. Wir haben ja so viel Farben und Lacke jetzt, ne? Lass mal Geschirr machen. Das haben wir auf Lager. Ton haben wir auch auf Lager. Farben und Lacke haben wir auch auf Lager. Let's go. Hier wird jetzt Geschirr gemacht. Das hat dann natürlich auch wieder einen Einfluss, ne? Das Coole ist natürlich auch, dass sich hier die Radien können sich ja überlappen, ne? Aber warum haben wir da jetzt so viel Blau? Ach so, weil hier das noch nicht wirklich losgelaufen ist, weil es sich gerade noch die Waren am Besorgen ist. Okay. Vielleicht machen wir hier nochmal so einen Shortcut, dass es sich hier nochmal ein paar Felder sparen kann an Weg, ja, für die Zukunft. So, wie sieht's beim Tower aus? Ein paar Arbeiter haben Höhenangst. Ja, was in aller Welt? Ach, Luschen. Diese Nummer kostet uns Geld. Irgendwelche Vorschläge? Minus 5 Zufriedenheit Arbeiter für 30 Minuten. Derzeitige Zufriedenheit Arbeiter 32. 20 Kautschuk. Pause. Kautschuk haben wir doch hier, oder? Haben wir hier Kautschuk? Landwirtschaftliche Produkte, jawohl. So, dann besorgen wir jetzt einfach schnell 20 Kautschuk. Kurz mal auf dreifache Geschwindigkeit. Dann machen wir es sofort wieder langsamer, wenn wir handeln können. Okay, langsam. Damit wir flott handeln können. Wir brauchten 20 Kautschuk, wir nehmen mal 50 mit. Wir sind mal nicht so. Und düsen das hier rüber. Die Menschen lassen sie hochleben. Wieder in schneller Geschwindigkeit. Und dann gehen wir ganz schnell wieder mit den Arbeitern, die beruhigen, indem wir Sicherheitsgurte für die machen. Komisch, dass wir keinen Priester auf der Insel haben. Ich meine, das ist Crown Falls. Da haben wir all unsere Items. So. Vorbedingt. Hä? Ich hab doch jetzt Kautschuk. Vorbedingung 20 Kautschuk. Okay, das heißt, ich kann das nicht machen. Also ich kann es nicht liefern, nachdem ich dafür gefordert werde. Find's schade. Oder ist das ein Bug? Vielleicht ist es auch so, dass er quasi sagt, nee, nur wenn du es hast, aber ich konnte es ja jetzt so schnell besorgen. Ja, und ich würde sagen, wir lassen dann halt die Arbeiter mal kurz ein bisschen negativer mit uns gestimmt sein, weil Freiwillige zu finden würde bestimmt den Bau verzögern. Ja, ihr werdet die Konsequenzen tragen, das ist korrekt. Wenn man denen den kleinen Finger reicht, schnappen sie sich die ganze verdammte Hand. Es mangelt an Arbeitskraft. Umschalten, um mehr Arbeitskraft vom selben Typ aus anderen Gebäuden zuzuweisen. Okay, das brauchen wir ja gar nicht, weil wir ja genug haben. Ihre Arbeiter sind vorübergehend weniger zufrieden. Okay, können wir nichts dran machen. Wahrscheinlich kommt gleich wieder irgendwas. Aber jetzt irgendwie zu antizipieren, welche Waren du noch brauchen kannst für so eine Herausforderung, das kannst du ja nicht wirklich machen. Wie willst du das rausfinden? Da bin ich ehrlich, das fällt sehr, sehr schwer. So, was aber nicht sehr, sehr schwer fällt, uns jetzt zumindest, ist, dass wir uns noch ein bisschen was gönnen gleich.
Hier bauen wir mal kurz wieder auf. Ach, darf ich nicht. Weil wahrscheinlich noch Feuer brennt, genau. Ja, dann, ich würde sie gerne mobilisieren, aber wir haben ja keine Bevölkerung. Das heißt, ihr macht das schon, Leute. Also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir jetzt Farben und Lacke haben. Und damit können wir jetzt auch in die Manufaktur von Violinen einsteigen. Manus, weil, händig, ja, die werden per Hand hergestellt. Und die kommt dann einfach mal hier neben. Dann haben wir hier theoretisch auch noch Platz für eine weitere Farben und Lacke. Die ich jetzt einfach mal hier hin plane, weil es ist ja jetzt wieder das Harz quasi das Problem. Jetzt sollten wir auf jeden Fall mal gucken, ob wir noch genügend Kirschholz haben. Denn das ist ja auch so eins der Materialien, das neu ist. Oh ja, gerade noch so. Aber es ist nicht mehr viel. Machen wir hier oben auch Kirschholz? Nee, ne? Hier machen wir Harz. Und Forschungsinstitut, da sind wir aber im Moment die ganzen verschiedenen Bücher am Erforschen, die wir auch hier drin haben, in der Handelskammer. Das heißt, hier könnte man natürlich nochmal was machen. Aber dann würde ich Kirschholz schon wieder fast überlegen, irgendwo anders hinzusetzen. So, wir bauen das einmal kurz wieder auf, gucken einmal kurz über die Insel generell. Sonst sieht hier nichts eingestürzt aus, wenn ich das richtig sehe. Ein paar volle Lager, was aber ja nicht weiter schadet. Und dann springen wir zurück ins Kap. So, wir produzieren jetzt also auch Violinen. Die sollten wir natürlich noch mit auf eine Handelsroute packen. Auf unsere Dächer der Stadt. Und zwar haben wir hier irgendwo eine Handelsroute. Hier die. Und da kommen doch jetzt einfach mal noch unsere Violinen mit drauf, die wir jetzt ja tollerweise hier auch produzieren. Und dann können die auch dahin transportiert werden. Und dann kann es weiterhin losgehen. Wie entwickelt sich denn hier gerade der Stahl? Der Stahl ist sehr gering. Wie entwickelt sich das Eisen? Das Eisen ist da. Das bedeutet, wir müssen hier irgendwie mehr Boost auf unsere Hochöfen kriegen oder mehr Hochöfen bauen. Schlechte Nachrichten. Ein Arbeiter hat das Gleichgewicht verloren und ist abgestürzt. Ach nee. Die anderen könnten jetzt Ärger machen. Sie werden mit uns reden wollen. Risikoprämie. Wir bauen ein Krankenhaus direkt daneben. Ein Krankenhaus? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ach, halt die Klappe, Bader. So etwas neben meinem Tower aussehen würde. Ja, das kommt ja wieder weg irgendwann, hallo? Das drückt die Stimmung. Schön zu wissen, dass Hilfe da ist. So muss ich mir weniger Sorgen machen. Gern geschehen. Die Risikoprämie wäre ja nur eine Kompensation dafür gewesen. Ja, zum Glück wieder entfernen. Ich kenne eine gute Abrissfirma. Miss Jenny kann Ihnen die Kontaktdaten geben. Vielen Dank, Mr. Bader. Du bist schon ein Ekel. Ne? Muss man einfach sagen. So, worum ich mich aber jetzt eigentlich kümmern wollte, ist, dass wir uns mal hier die Konsumgüter angucken, die wir jetzt eben dann auch auf Crown Falls brauchen. Und uns dann... Ach, wir können eigentlich direkt hier alles aktivieren. Und dann möchte ich mich natürlich auf die für die Wolkenkratzer gerade mal spezialisieren. Ob wir da jetzt überall noch den Bedarf abdecken. Das hier ist ja Tourismus, das ignorieren wir mal gekonnt. Die Dampfwagen stimmen auf jeden Fall nicht. Das ist aber erstmal nicht weiter schlimm, weil wir die aus der alten Welt noch importieren. Sonst sind wir aber überall gut dabei. Stark? Okay. That's easy. Ich dachte, dass da jetzt irgendwie mehr direkt auf uns zukommt. Gerade weil wir ja nochmal gut ausgebaut haben, möchte ich behaupten. Jetzt ist die Frage, wie weit können wir noch ausbauen? Wir haben 400 Fahrstühle und wir bauen ja halt gerade hier den Skyline Tower. Da werden wir bestimmt immer mehr Fahrstühle für brauchen. Ja, aber so ein bisschen geht noch, oder? Ja, ein bisschen was geht noch. Und dann könnten wir uns eigentlich mal damit zusammen... auseinandersetzen, hier ein gutes Pattern zu finden, mit dem wir bauen können. Dafür würde ich mir einmal ein bisschen Platz machen gleich. Dass wir hier einfach sagen, wir versetzen hier mal ein paar Investoren. Einfach mal ans Ende der Insel. So, damit wir hier jetzt gleich Platz haben, um da unsere
unsere Towers hinzusetzen, beziehungsweise als Zwischenstation hinzusetzen, sag ich mal. So, ich denke, das reicht. Okay. Also, wo haben wir Stufe 5? Hier hinten haben wir Stufe 5 Towers, müssten das sein, ne? Das hier sind jetzt Stufe 3. Dann bauen wir doch hier mal mindestens einen Block auf Stufe 4 aus. Den hier. So, weil damit können wir jetzt rumexperimentieren, weil Stufe 4 und Stufe 3 sind ja dann quasi die Kombis. Stufe 5, Stufe 4. Jetzt haben wir theoretisch sogar Stufe 3, 2 und 1 auch noch. Das heißt, wir können mit allen rumprobieren. Aber erstmal probieren wir es natürlich mit Stufe 5 und 4, irgendwas Gutes rauszuholen. So. Hier haben wir jetzt für die ein ausgezeichnetes. Für die haben wir ein gewöhnliches. Das ist gewöhnlich, weil hier haben wir nur eine Aussicht von 2. Das ist natürlich eine Katastrophe. Aber ich befürchte, haben Sie auch Ihren Anteil an langweiligen Leuten, dass wenn wir jetzt hier quasi noch niedrigere bauen, dann würde sich das nicht lohnen. Wenn wir jetzt hier nochmal in Stufe 5 hinmachen, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, die sich positiv auswirken, was wir nicht benötigen. Wenn wir jetzt da noch in Stufe 5 hinmachen, dann haben wir minus 1, aber haben nochmal plus 4 oder so. Das heißt, wenn wir den auch nochmal ersetzen, dann müsste das auch wieder stimmen und passen. Sodass wir für den Stufe 5 Tower auch eine perfekte Aussicht haben. Kein Panorama, was? Was erzählt's denn da? Wie kein Panorama? Bist du kein Stufe 5? Du bist doch ein Stufe 5? Hä? Bist du noch nicht aktualisiert? Einwohnerabstieg? Ah ne, jetzt kann ich... Oh, jetzt kann ich... Oh, oh, oh. Das war jetzt ein Fehler. Das war jetzt sehr unzufriedenstellend. So, natürlich hast du jetzt bescheiden. Klar, macht Sinn. Die sind zwar niedriger. Das wirkt sich jetzt auch so aus. Aber du hast halt mindestens 6 gleich hoch Dings. Ne? So. Das heißt, eigentlich würde ich gerne den... Haben wir hier irgendeinen, der schon bei 100... Ach, wir können ja auch einfach von hier wieder in Stufe 5 nehmen, ne? Du wirst umgesetzt. Bist ja Stufe 4 jetzt scheinbar. Dann kommt hier jetzt in Stufe 5 hin. So. Ausgezeichnet. Und zwar haben wir da auch noch gut was gut. Das heißt, wenn wir jetzt vielleicht jeden zweiten so bauen, dann könnte das vielleicht sogar gut gehen. Wie schaut es hier aus? Skyline Tower. Oh, fast fertig. Mit der Phase. Dann machen wir mal ein bisschen langsamer und gehen direkt schon mal wieder rein in den Skyline Tower. Phase wird abgeschlossen. Und wir wollen in die nächste Phase starten. Oh, wir brauchen mehr Stufe 5 Tower. Ach, herrje. 13 weitere Stufe 5 Tower. Ihr seid doch auch... Ihr seid Stufe 4. Ihr seid erst Stufe 3, ne? Ach, shit. Ach Mensch, ey. Oh nee, ey. Wir brauchen mehr Stufe 5 Tower. So, das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier nochmal was auf Stufe 4 hochziehen. Und dann müssen wir eigentlich die Stufe 4, die wir hier gerade am entwickeln sind, auch hochziehen. Damit wir hier mehr Stufe 5 haben. Haben wir jetzt genügend? Es fehlen noch 2, natürlich. Haben wir irgendwo noch Stufe 4? Sieht hier irgendwas nach Stufe 4 aus? Außer denen da. Du vielleicht? Nein, du bist schon Stufe 5. Hast auch eine perfekte Aussicht. Ihr vielleicht? Nein, auch schon Stufe 5. Wobei ihr nochmal ein Stückchen niedriger seid, ne? Also kann man mir nicht übel nehmen, dass ich das nicht erkannt habe. Ja, dann werden wir wohl ein bisschen warten müssen, bis die hier auf Stufe 5 aufstiegsbereit sind. Bis wir dann hier weitermachen können. Oder? Ah ne, wir haben ja hier 1, hier haben wir dann die 2 und jetzt sind wir bereit, hier mit dem Tower in die nächste Stufe zu starten. Wir haben auch alles dafür da, das heißt, wir beginnen diese Phase
Und wie diese Phase zu Ende geht und wie wir hier wirklich unsere Stadt gestalten, das seht ihr dann in der nächsten Folge Anno 1800. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die nächste Folge gibt es dann am Samstag. Bis dann. Ciao, ciao. Bild erstellt.